Dankeschön. Ja, ich erzähle jetzt eine sehr deutsche Geschichte, die verständlich ist, nur vor dem Hintergrund des hier und heute real existierenden Föderalismus. Und das ist jetzt schon von Anfang an meine Erklärung und gleichzeitig auch meine Entschuldigung für unsere ausländischen Gäste. Doch bevor ich anfange und zur allgemeinen Einstimmung, eine kleine Testfrage, um Sie auch ein bisschen aufzuwecken. Was würden Sie wählen? Option A, ein Jahresverdienst von 100.000 Euro. Allerdings, Ihre Arbeitskolleginnen bekommen alle 130.000 Euro. Oder Option B, ein Jahresverdienst von 80.000 Euro. Ihre Arbeitskollegen allerdings bekommen alle nur 60.000 Euro. Also ich mache mal eine kurze Abstimmung. Wer ist für Option A? Und wer ist für Option B? Ich kann Ihnen hiermit sagen, dass Sie wissenschaftlich untypisch sind. Denn es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit, und vielleicht hören Sie noch mal in sich herein, die Option B gewählt hätte. Und das ist bekannt in der Wissenschaft als sogenanntes Easterlin-Paradoxon, mit dem gesagt wird, dass die soziale Komponente des Geldes gegebenenfalls höher zu bewerten ist als die reale Summe Geld, die man in der Tasche hat. Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Geld und Glück in der Zwischenzeit sehr gut erforscht. Und wen wundert es dabei, dass die Wissenschaft festgestellt hat, dass Geld allein nicht glücklich macht? Und auch, dass das Maß an Glück nicht gekoppelt ist, proportional an das Maß eines Einkommens. Ich werde darauf zurückkommen. Ich werde Ihnen im Folgenden kursorisch verschiedene Förderstrategien erzählen und dann ein bisschen über die Erfahrungen in Berlin berichten. Stellen wir uns einen Moment lang vor, dass die Politiker, die Haushälter, die Abgeordneten von dem Thema Digitalisierung unseres kulturellen Erbes total überzeugt sind und sie bereit wären, Geld auszugeben. Welche Möglichkeiten hätten sie denn dann? Sie könnten, und das klingt jetzt irgendwie französisch, finde ich, alles an eine Stelle geben. Das wäre eine Art von nationaler Initiative. Für Deutschland ist das in gewisser Weise gar nicht denkbar, denn das wissen Sie alle, Kultur ist Ländersache. Und dennoch, ich gucke jetzt mal Herrn Frischmuth an, das hat es tatsächlich gegeben. Gefördert wurden auf diese Art und Weise allerdings weniger Digitalisierungsvorhaben als zentrale Infrastrukturen. Und in unserem Kontext ist da die wichtigste, die nationale Zugangsplattform Deutsche Digitale Bibliothek, die 2009 als Bund-Länder-Initiative auf den Weg gebracht wurde. Und tatsächlich, und das finde ich, muss man auch nochmal betonen, war das eine politisch-administrative Großleistung, die auch nur deshalb möglich war, ich weiß nicht, ob Herr Verweyen noch da ist, weil sich Deutschland mit der Existenz der Europäer unter Zugzwang sah. Und jetzt kommt meine kleine Kritik, Herr Frischmuth, nehmen Sie es mir nicht übel. Im Grunde, behaupte ich, war der Kaiser nackt und die Plattform war leer. Denn diese teure deutsche digitale Bibliotheksinfrastruktur ging von dem Vorhandensein von digitalen Inhalten aus, ebenso wie von der Internetpräsenz durch die jeweilige Kultureinrichtung. Und irgendwann fiel das auch den Bundesländern auf. Die fragten sich nämlich, warum sie als der Ort der Kultur in dieser nationalen Infrastruktur, die sie ja bezahlten, mitbezahlten, nicht angemessen vertreten waren. Und nach kamen die Länder zur Erkenntnis, dass hier weitere Förderung, und zwar die Förderung diesmal für die Digitalisierung von Kulturobjekten, angebracht war. Und damit hatte die DDB, genauso wie die Europäer, die Länder unter Zugzwang gesetzt. Jetzt stellen wir uns weiter vor. Stellen wir uns nun vor, das Land ist willig und will bezahlen. Wohin mit dem Geld? Das Kulturerbe, das haben wir heute gehört, ist vielfältig und liegt vor allem in Bibliotheken, Archiven und Museen. Jetzt stellt sich die Frage der Länder, ob eine Sparte vielleicht besonders gefördert werden sollte oder müsste.
Dazu ein paar Beispiele. Baden-Württemberg hat gerade mit Schwerpunkt Vermittlung ein schwergewichtiges Förderprogramm in Höhe von 3,1 Millionen für seine Landesmuseen auf den Weg gebracht. Spannend dabei, Beratung und Coaching ist hier inklusive. Dagegen Sachsen, Landesdigitalisierungsprogramm, richtet seinen Fokus auf das Schriftgut in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken und verwandten Einrichtungen. Museen werden hier nicht genannt. Drittes Beispiel, Bavaricon in Bayern. Diese Zielgruppe ist hier sehr umfassend und bezieht sich auf die Sammlung in der Denkmalpflege, wissenschaftlichen Bibliotheken, Museen, ebenso wie auf die Sammlung in den Landesverwaltungen und in der Wissenschaft. Was hier versucht wird, ist eine Mischung aus repräsentativen Leuchttürmen und Flächenförderung. Und bedenkenswert finde ich an dieser Stelle auch, ergänzt wird diese Förderung nur durch zusätzliche Programme der Bayerischen Landesfachstelle für nichtstaatliche Museen. Über dezentrale Einzelförderung haben in der Vergangenheit vor allem Bibliotheken, aber auch große Archive Kompetenzen aufgebaut. Wenn das allerdings ein Erfolg war, dann setzt das einen sehr hohen Organisationsgrad, Stichwort Verbundstrukturen, eine hohe Durchdringung mit IT und Standardisierung voraus. Das sind Schlüsselfaktoren, die in anderen Kulturerbeeinrichtungen zwingend nicht gegeben sind. Und deshalb hat sich, um in der Fläche Digitalisierung des Kulturerbes zu fördern, mehr und mehr ein Zwei-Säulen-Ansatz durchgesetzt. Mit zwei Säulen meine ich, dass einerseits Digitalisierungsvorhaben gefördert werden, die allerdings dann ergänzt werden durch eine Infrastrukturförderung. Und diese Infrastruktur kann sehr unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel Brandenburg koppelt sein Digitalisierungsprogramm an eine beratende Koordinierungsstelle, die auch einen sehr lebhaften, spartenübergreifenden runden Tisch Digitalisierung betreibt. Es kann aber auch die Finanzierung einer Erschließung und Präsentationsplattform für digitale Sammlungen sein. Zum Beispiel haben sich Hamburg, Thüringen und das Saarland entschlossen, für ihre Museen Digikult zu finanzieren. Es kann aber auch ein Portal sein, wie das bayerische Bavaricon, das ich schon genannt habe, das zur Standardisierung von Daten beiträgt und für kleinere Einrichtungen das Problem der eigenen Webpräsentation löst. Oder das sächsische Landesportal. Das ist nicht nur standardisierend, sondern kümmert sich auch um die Langzeitarchivierung. Länderportale sind cool. Länderportale sind politisch attraktiv, denn es gibt was zu sehen. Man kann einen Knopf drücken. Man kann beinahe, finde ich, von einer Art Portaleritis sprechen. So haben von 16 Bundesländern in der Zwischenzeit 12 landeskundliche Portale. Allerdings, Achtung! Die sind längst nicht alle sparten- und materialübergreifend. Ich finde, wenn diese Portale mit Unterstützungsdienstleistungen Richtung Erschließung, Standardisierung, Langzeitarchivierung verbunden sind, dann wirken sie strukturbildend. Wichtig sind sie auch dann, wenn sie wiederum andere kleinere Einrichtungen unter Zugzwang setzen. Wir denken an die DDB, an den Zugzwang. Als solche finde ich persönlicher sie wichtiger als eine neue Webseite für das Internet. Auch in Berlin haben wir mit Digis ein sehr erfolgreiches Zwei-Säulen-Modell realisiert. Seit 2012 finanziert die Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin ein wettbewerbliches, spartenübergreifendes Förderprogramm, das hatte Herr Frischmuth bereits genannt, und zusätzlich als zweite Säule das Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung, kurz DIGIS. DIGIS berät, koordiniert, begleitet Projektpartner von der Antragstellung bis zum Projektende mit Workshops, technischer Expertise und Services im Bereich Datenmodellierung und Langzeitarchivierung.
Beides, Langzeitarchivierung und Zugänglichkeit, gehört sozusagen zur DNA des DIGIS-Programms. Wir kümmern uns bislang vor allem um Museen. Wir haben 71 Projekte aus 32 Einrichtungen durchgeführt und es ging um alles, um Stadtgeschichte, Sozialgeschichte, Kunstgeschichte, Berliner Künstlerin, auch um Tanz wie heute Abend, um Design und um Naturkunde. Die DIGIS-Projekte werden von einer Fachjury ausgesucht, in der auch Herr Hollmann ist. Und die hat sich bislang gegen große Leuchtturmprojekte entschieden, sondern vielmehr für eine Förderung von kleinen Projekten mit übersichtlichen Beständen. Und was ist dann eigentlich ein Erfolg? Natürlich wollen auch wir mehr Sichtbarkeit, auch wir wollen mehr Digitalisate, aber eigentlich verstehen wir DIGIS, das DIGIS-Digitalisierungsprogramm als Anstiftung zum dezentralen Kompetenzaufbau. Was wir wollen, ist, dass in den Kultureinrichtungen durch diese Förderung Expertise im Bereich Recht, offene Daten, gerne auch durch die Teilnahme an Coding Da Vinci, an Langzeitarchivierung entsteht. Und dass auch nochmal durch die Beschreibung und Veröffentlichung von Daten im Netz eine neue Perspektive auf die Sammlung entsteht und vielleicht gibt es auch organisatorische Veränderungen, stärkere Kooperation zwischen Archiv, Museum und Bibliothek in einer Einrichtung, vielleicht die Einrichtung einer Stabsstelle Digitalisierung, vielleicht die Entwicklung einer digitalen Strategie für das eigene Haus. Und eigentlich gehen wir von Wiederholungstätern aus. Das heißt, ein zweiter DIGIS-Antrag ist uns ein zweiter guter DIGIS-Antrag ist für uns auch ein Erfolg. Was macht uns zu schaffen? Wir erleben, dass viele kleine, nicht staatliche Einrichtungen, kommunale Einrichtungen Digitalisierung als Chance begreifen und auf uns zukommen. Allerdings oft die Mindestvoraussetzungen nicht gegeben sind, um eine Digitalisierung durchzuführen. Inventarisierung, Dokumentation, Digitalisierung, all das ist neu zu lernen. Das können wir nicht leisten. Hier brauchen wir zusätzliche zentrale Beratungs- und Infrastrukturangebote für nichtstaatliche Einrichtungen und für die Kommunen. Schwierig für uns ist auch das Ressortdenken auf Landesebene. So kommen viele Einrichtungen aus den Wissenschaften. Für die ist das DIGIS-Programm aber eigentlich gar nicht gedacht. Das kommt nämlich aus der Kulturverwaltung. Und dazu ist mir folgender Gedanke wichtig. Was des einen Kulturdaten aus einer musealen Sammlung sind, Stichwort Kulturverwaltung, sind es anderen Quellenmaterial und Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften, Wissenschaftsverwaltung. Ein Grund mehr, hier den Schulterschluss zu suchen und ein gemeinsames, ressortübergreifendes Programm von Kultur- und Wissenschaftsverwaltung hinzubringen. In diesem Jahr, seit 2018, und das ist ein kleines Berliner Wunder, sind DIGIS und das Förderprogramm verstetigt. Darüber freuen wir uns riesig. Das ist auch ein Erfolg deshalb, weil damit eine Langzeitarchivierungsinfrastruktur für Berliner Kultureinrichtungen geschaffen worden ist. Und ohne diese, das ist meine Überzeugung, wäre die Digitalisierung eine sinnlose Investition. Wir fragen uns allerdings, ob weitere Infrastrukturangebote für kleinere Einrichtungen für die Erschließung und Präsentation ihrer Sammlung nicht auch eine gute Idee wären. Und hier fallen uns wieder die nichtstaatlichen Archive und Museen auf. Und diesen Bedarfen gehen wir gerade im Moment mit einer größeren Erhebung nach. Mal sehen, was dabei rauskommt. Noch einmal die Glücksfrage. Geld macht vor allem die wirklich Bedürftigen glücklich. Auch das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
Aber es ist nicht nur das Geld, sondern es ist die Kombination aus Geld und Unterstützung, die glücklich macht. Das lässt sich nachlesen im World Happiness Report von 2018, in dem als Schlüsselfaktoren für Glück, Well-Being, neben Einkommen und Gesundheit unter anderem auch Social Support genannt werden. Und ich ende jetzt mit zwei Zitaten, die müssen einfach sein. Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn. Oder das schöne Gefühl, Geld zu haben, ist nicht so intensiv wie das Scheißgefühl, kein Geld zu haben. Dankeschön.